Classified. In Berlin wird die 15-jährige Anne von ihren Mitschülern aufs Übelste schikaniert. Anwalt Klaus Pinkerneil möchte der Zehntklässlerin helfen und ihre Peiniger zur Rechenschaft ziehen. Doch Anne verschweigt ihm, dass ihre ehemals beste Freundin Janice die Anführerin der Mobber ist. Als der Jurist seine junge Mandantin heute zu Hause besuchen möchte, wird er Zeuge eines weiteren Übergriffs. Was geht denn da? Kleine fette Sau, ja, hast du geredet oder was? Hallo, was denn hier noch? Lass mal das Mädchen in Ruhe, bitte. Anne? Anne, ist alles okay? Ja, alles in Ordnung. Wer war denn das Mädchen? Die ist doch aus deiner Schule, die ist doch in deiner Klasse, oder? Wie heißt sie denn? Hat die was mit dem Mobbing zu tun? Nein, sagen Sie bitte meiner Mutter nicht, ich finde nicht, dass sie sich Sorgen macht. Anne, ich habe das Mädchen doch an der Schule gesehen, ist doch so eine Art Anführerin, oder? Da haben Sie das falsch verstanden, wirklich. Janice und ich, wir sind beste Freunde, Sie können meine Mutter fragen. Janice also. Wir haben gerade rumgealbert. Rumgealbert? Anne, verarschen kann ich mich selber, das war kein Rumalbern mehr, was ich da gerade gesehen habe, das ist kein Spaß. Ich verspreche Ihnen, es ist alles okay, wirklich. Halten Sie sich bitte einfach aus meinem Leben raus. Anne, ich werde alles tun, dass dieses Mobbing ein für alle Mal ein Ende hat. Aber dazu musst du von der Polizei eine Aussage machen. Es tut mir ja wirklich leid, wie schlecht es Anne geht. Aber in so einer Situation muss man unnachgiebig bleiben und kämpfen. Und deswegen werde ich hier alles tun, nicht nur für meine Mandantin Marie Novak, sondern auch für Anne, dass dieses Mobbing ein Ende hat. Die Tatsache, dass Anne von Janice ein weiteres Mal attackiert wurde und sie die Täterin trotzdem noch deckt, versetzt Klaus Pinkerneil in Alarmbereitschaft. Deswegen sucht der Anwalt umgehend das Gespräch mit Annes Mutter Marie Novak, die in einer Berliner Tierarztpraxis arbeitet. Wie bitte? Ja, ich befürchte, dass diese Janice sogar die Anführerin von der Mobbing-Gang ist. Anne war natürlich fix und fertig, auch wenn sie versucht hat, die Sache runterzuspielen. Ich kann gerade gar nicht glauben, was ich da höre. Wieso? Gerade erst gestern Nachmittag habe ich meine Tochter dorthin gebracht. Ich habe Janice einfach nur darum gebeten, sich gut um meine Tochter zu kümmern. Sie waren doch beste Freundin, wissen Sie. Und ich dachte, ich könnte da wieder irgendwas kitten. Wissen Sie was? Ich werde mich jetzt sofort auf den Weg machen und zu diesem Biest gehen und der mal die Meinung geben. Nein, Frau Novak, lassen Sie das jetzt bitte erstmal. Wenn Janice jetzt mitkriegt, dass Sie Bescheid wissen, dann machen Sie für Anne im Moment alles nur noch viel, viel schlimmer. Ganz ehrlich, ich verstehe das einfach nicht. Die beiden, die waren so gut befreundet. Ich habe Janice vertraut. Ich habe ihr einfach nur gesagt, sie möchte sich bitte kümmern. Was soll denn das? Machen Sie sich mal bitte keine allzu großen Vorwürfe, Frau Novak. Gerade weil die beiden Mädchen so gut miteinander befreundet waren, konnten Sie doch nicht riechen, wie sich Janice jetzt Anne gegenüber verhält. Aber was hat Anne ihr denn bitte getan? Ich verstehe es nicht. Erklären Sie mir das mal. Das allerdings weiß ich auch nicht. Aber das wird uns Janice schon noch selbst erklären. Ich werde morgen der Direktorin mitteilen, wer hinter Annes Mobbing steckt und darauf drängen, dass das sofort unterbunden wird. Und falls das nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann werde ich mir diese Janice mal selber vorknöpfen. Noch bevor Anwalt Klaus Pinkerneil mit Annes Direktorin sprechen kann, plant Janice am darauffolgenden Morgen schon die nächste Mobbing-Attacke auf ihre ehemals beste Freundin. Kurz vor Unterrichtsbeginn schwört sie ihre Clique darauf ein, Anne noch mehr einzuschüchtern, damit die 15-Jährige auf keinen Fall zur Polizei geht und gegen ihre Peiniger aussagt. Wir müssen Anne endgültig fertig machen. Ich meine, sie kommt immer noch zur Schule. Immer noch. Ich meine, was hätten ja alles für Luschen geworden? Ja, aber wir wissen sie doch schon. Ich habe ihr heute Morgen erst wieder 2 SMS mit Beleidigungen geschickt. Ach ja, toll. Und was bringt das? Leute, das Ziel muss sein, dass sie nicht mehr zur Schule kommt. Sie darf einfach nicht mehr herkommen. Sie gehört hier einfach nicht her. Und sie sieht für meine Verhältnisse immer noch viel zu gut aus. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Anne noch gut drauf ist. Eher im Gegenteil. Wie meinst du das jetzt? Naja, guck mal, so ein bisschen ärgern ist ja voll in Ordnung. Aber langsam habe ich echt Mitleid mit dir. Mann, die sieht echt fertig aus. Ja, ich würde auch fertig aussehen, wenn ich den ganzen Tag Burger fressen würde. Wow, die Aktion mit dem Burger war geil. Okay, Leute, pass auf, es war echt lustig. Aber eins muss euch klar sein. Man kann in dieser Schule nur für oder gegen mich sein. Könnt ihr euch gerne aussuchen. Aber wer gegen mich ist, der ist auch dran. Was ist denn jetzt los? Hey, Brother. 2 Stunden später treffen Klaus Pinkerneil und Annes Mutter Marie Novak in der Schule ein, um mit Direktorin Beate Fiedler zu sprechen. Nun, wo klar ist, dass Janice hinter den Schikanen steckt, soll die Zehntklässlerin zur Rechenschaft gezogen und endlich in ihre Schranken gewiesen werden. Dankeschön. Vielen Dank.
Und Frau Nowak, wie geht's denn Ihrer Tochter? Na, wie soll's ja schon gehen? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, Sie wochenlang vom Unterricht fernzuhalten? Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe in dieser Situation wirklich keine andere Möglichkeit gesehen. Ich hoffe wirklich, das kommt nicht wieder vor. Schule schwänzen hat an meiner Schule überhaupt nichts zu suchen. Das ist alles wegen angeblichem Mobbing. Das ist doch völlig lächerlich. Bitte? Entschuldigen Sie mal bitte. Wegen angeblichem Mobbings? Ich würde sagen, meine Tochter wird tatsächlich gemobbt an dieser Schule. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Ich glaube, dass Ihre Tochter einfach etwas empfindlich ist, weil sie noch so neu an der Schule ist. Woher wollen Sie das bitte wissen? Wenn sie gemobbt werden würde, hätte der Lehrkörper inzwischen etwas mitbekommen. Meinen Sie nicht, Frau Nowak? Allerdings. Sehr komisch, das Ganze. Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass sie nicht gerade gesellig ist. Sie scheint ein Einzelgänger zu sein. Aber also, das ist ja kein Wunder, so wie Sie sie isolieren. So wie Sie sie zum Beispiel vom Unterricht ferngehalten haben. Also bitte, Frau Fiedler, ich muss mich schon wirklich sehr wundern, wie Sie als Schulleiterin hier unser Anliegen offensichtlich überhaupt nicht ernst nehmen. Allerdings. Ganz abgesehen davon musste ich neulich mit eigenen Augen mit ansehen, dass Anne gemobbt wird. Tatsächlich? Ja. Was genau ist denn passiert? Kann ich Ihnen sagen, was passiert ist. Ich habe gesehen, wie eine andere Schülerin von Ihrer Schule, Janice Schmidt, sagt Ihnen ja sicher irgendwas, Anne in einen Hauseingang reingedrängt hat und beinahe zu Boden geprügelt hat, wenn ich nicht dazwischen gegangen... Hören Sie mir eigentlich zu? Frau Fiedler, und wenn Sie weiterhin hier unser Anliegen versuchen, kleinzureden und das Mobbing negieren, dann sehe ich mich gezwungen, hier Konsequenzen auch für Sie einzuleiten. Ich muss jetzt los. Ich werde mich selbstverständlich darum kümmern. Sie brauchen mir nicht zu kümmern. Das würde ich auch hoffen. Ich werde mir noch heute Janice Schmitz vorknüpfen. Na, das will ich aber auch hoffen. Sonst sehe ich mich nämlich gezwungen, das Schulamt einzuschalten. Auf Wiedersehen, Frau Fiedler. Auf Wiedersehen. Während der Anwalt und seine Mandantin hoffen, dass die Drohung mit der Schulbehörde dazu beiträgt, dass das Mobbing gegen Anne endlich aufhört, führt Schuldirektorin Beate Fiedler etwas völlig anderes im Schilde. Kurz vor Schulschluss zitiert sie die 16-jährige Janice zu sich. Hallo, Frau Fiedler. Da bin ich. Weißt du, wer gerade bei mir war? Der Anwalt von Anne Nowak und ihre Mutter? Ganz genau. Kannst du bitte die Tür zumachen? Ja, Entschuldigung. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Was genau macht Anne noch hier? Wie lange brauchst du denn noch? Muss ich denn alles selber machen? Wissen Sie, Frau Fiedler, der Anwalt hängt uns die ganze Zeit im Nacken. Und ich habe Angst, dass er irgendwas rausfindet. Bis jetzt habe ich die Aktion mit Anne mal ganz unauffällig gemacht. Unauffällig? Deswegen hat dich der Anwalt auch mit Anne zusammen gesehen, ja? Das war ein Versehen, das wollte ich nicht. Sonst hätte mal niemand was davon mitbekommen. Ach, Janice. Du hast mich wirklich sehr enttäuscht. Du wirst schon noch zu spüren bekommen, was es bedeutet, nicht zu funktionieren. Wir sind hier doch eine Eliteschule. Wir wollen hier keine schmuddeligen Hippies haben. Anne ist nicht ehrgeizig. Sie ist eine Loserin. Sie ist ein Öko. Ich möchte sie hier nicht haben. Ja, das weiß ich ja. Und ich gebe mir auch solche Mühe, das wissen Sie doch. Und ein Anwalt, der das Gerücht verbreitet, ich würde Mobbing an dieser Schule dulden, das kann ich noch viel weniger gebrauchen. Ich habe Anne gesagt, dass sie nichts sagen soll, aber der Anwalt schnüffelt einfach so darum. Ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Ach, du bist so dumm und so einfältig. Ich kann dumme, einfältige Menschen einfach nicht ausstehen. Du wirst schon noch merken, was es bedeutet, sich gegen mich zu stellen. Du kannst jetzt gehen. Mann, scheiße. Ich habe Riesenmist verzapft. Ich habe Riesenmist mit Anne gebaut. Die Fiedler ist jetzt auch noch sauer auf mich. Und ich hätte den Deal einfach niemals annehmen sollen. Unmittelbar nach dem Gespräch mit Janice macht sich die Direktorin auf den Weg zu Anne, die gerade ihre letzte Stunde für heute hatte. Anne ist überrascht, dass die 45-Jährige das Gespräch mit ihr sucht. Denn bisher hatte sie kaum Kontakt zu Beate Fiedler. Worum geht's denn? Ich möchte, dass du freiwillig die Schule verlässt, Anne. Wie bitte? Wenn du die Schule freiwillig nicht verlässt, dann werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Und einen halbwegs vernünftigen Schulabschluss kannst du auch vergessen. Haben wir uns verstanden? Ich verstehe den Grund aber nicht so recht. Ich habe doch niemandem was getan. Dass ich dir das noch erklären muss. Das ist ganz einfach. Wir bringen hier die Elite von morgen hervor. Mediziner, Juristen, Forscher. Wir hatten auch einmal eine Schülerin, die ein erfolgreiches Model geworden ist.
So ein Hippie wie du hat hier einfach nichts zu suchen. Was willst du denn aus deinem Leben schon machen? Hm? Auf meine Schule gehen schöne Menschen. Intelligente, robuste, gut aussehende Menschen. So jemand wie du passt hier einfach nicht her. Ich gebe dir 2 Wochen, dir eine neue Schule zu suchen. 2 Wochen? Das fasse ich jetzt einfach nicht. Die Fehler will mich von der Schule ekeln. Daher weht also der Wind. Deshalb sind Janice und die anderen auch so gemein zu mir. Ich sag meiner Mutter heute noch, dass ich die Schule verlassen will. Ich bleib hier keinen Tag mehr länger. Nach der überdeutlichen Ansage von Schulleiterin Beate Fiedler steht für Anne fest, dass sie sofort die Schule wechseln will. Zu Hause angekommen, möchte sie Mama Marie mit ihrem Entschluss konfrontieren. Auch Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil ist da. Eigentlich, um das weitere Vorgehen gegen die Direktorin zu besprechen. Er weiß noch nichts von dem Vorfall in der Schule. Ja, was ich gerade sagen wollte, also ich habe nicht den Eindruck, dass diese Frau Fiedler wirklich sonderlich an Wohlergehen ihrer Schüler interessiert ist. Und wenn sich da für Anne jetzt nicht bald was ändert an der Schule, dann werde ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde auf den Weg bringen. Ja, bevor ihr jetzt weiter diskutiert, ich habe mich zu entschlossen, die Schule zu wechseln. Aha. Ich habe darauf echt keine Lust mehr und ich habe lange drüber nachgedacht und ich fahre auch gerne eine Stunde zur Schule, aber es geht nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe lange drüber nachgedacht und ich will endlich wieder ohne Bauchschmerzen in den Unterricht und ohne Bauchschmerzen schlafen gehen und... Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... Okay. Wie du meinst. Wenn du meinst, du musst die Schule wechseln, dann werden wir das tun. Hauptsache, ich sehe dich wieder glücklich. Danke. Und ehe wir eine neue Schule gefunden haben, dann melde ich mich halt krank oder so, aber... Okay. Oh, aber eins ist gewiss, ich möchte schon noch, dass die Täter dafür bestraft werden, die dir das angetan haben. Darf ich fragen, wieso du dir jetzt plötzlich anders überlegt hast? Ist da irgendwas passiert oder was? Ich dachte halt immer, ich wäre daran schuld, dass sie mich so ärgern und mobben. Aber ich habe halt erkannt, dass die Idioten sind und nicht ich. Und das ist da hast du ohne Zweifel recht, Anne. Entschuldigung, Anne. Janice ist draußen. Wie bitte? Sie steht vor der Tür und will mit dir reden, sagt sie. Ich würde sagen, du gehst mal gucken, um zu schauen, was sie möchte. Was willst du hier? Können wir mal bitte reden? Du, ich will mich bei dir entschuldigen. Wollte ich, ja, bitte. Können wir mal reden? Mama? Unter 4 Augen. Bitte, was möchtest du? Du möchtest mit meiner Tochter unter 4 Augen reden? Alleine? Du glaubst aber nicht im Ernst, dass ich nochmal mit ihr alleine lasse. Du tust dich auf jeden Fall nichts mehr. Frau Lobach, lassen Sie mal gut sein. Hey. Ich glaube, dass Janice ihrer Tochter wirklich einiges zu erklären hat. Und wenn es euch recht ist, werde ich dabei sein. Um die Lage zu entschärfen, bittet Klaus Pinkerneil seine Mandantin im Wohnzimmer zu warten, während die Mädchen miteinander sprechen. Der Anwalt ist sich sicher, dass Janice interessante Neuigkeiten hat. Worüber willst du mit mir sprechen? Ach, und die Schuhe und Socken, kriege ich die auch noch mal wieder? Ja. Mann, Anne, lass mich dir doch bitte erklären, warum ich dich die ganze Zeit so scheiße behandle. Das tut mir alles so leid. Da bin ich jetzt gespannt. Die Fiedler ist an allem schuld. Sie hat mich die ganze Zeit total unter Druck gesetzt. Die Fiedler? Jetzt wird mir auch einiges bewusst. Die hat mich vorhin nämlich so komisch angequatscht. Moment, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Was meinst du mit angequatscht, Anne? Naja, die hat mir halt gesagt, ich passe in die Schule nicht rein und ich soll die Schule wechseln. Puh. Die Direktorin duldet keine Außenseiter in ihrer Schule. Alles muss perfekt sein, perfekte Noten, perfektes Aussehen. Schon als Anne den ersten Tag zu uns in die Schule gekommen ist, hat sie gesagt, dass Anne weg muss. Wegen ihrer Klamotten. Die Fiedler? Ja, sie hat gesagt, ich soll Anne die ganze Zeit mobben, so lange, bis sie nicht mehr zur Schule kommt. Ja, aber sag mal, Janice, wieso hast du dich denn auf so ein perverses Spiel überhaupt eingelassen? Du bist nicht aus der Verantwortung raus, nur weil irgendjemand dich anstiftet, Anne zu mobben. Mein Gott, ich habe so große Probleme in der Schule. Meine Mama legt so großen Wert auf gute Noten. Und nur mit guten Leistungen in der Schule kann ich bei ihr punkten. Ansonsten bin ich ihr scheißegal. Was hat das jetzt mit dem Mobbing von Anne zu tun? Na, die Frau Fiedler, die hat mir einen Deal angeboten. Bitte was? Ja. Das wird ja immer besser. Dass, wenn ich Anne rausmobbe, dass sie mir halt gute Noten... Ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? Du hast dich auf so einen Dreckshandel eingelassen? Das kann man... Warum? Mann, Anne, damals, als du in die USA gegangen bist, ja, als wir 5 waren, da bist du einfach gegangen. Weißt du, wie lange ich um dich getrauert habe? Aber du bist einfach weg. Mann, ich schäme mich total dafür und das weißt du auch. Und es tut mir einfach so leid. Ich kann dir es aber nicht so einfach verzeihen. Es war riesige Scheiße, was du da gebaut hast. Ja, ich weiß. Als ich letztens mit der Direktorin gesprochen habe, ist mir auch klar geworden, wie krank das alles ist. Ja, jetzt kann ich es ja sagen. Als sie mich angesprochen hat, hat sie gesagt, ich soll von der Schule gehen, sonst wird sie mir es dem zur Hölle machen und... Das wird ja immer besser. Ich habe ja schon einiges erlebt, aber sowas?
Die Fiedler, die ist doch als Direktorin überhaupt nicht mehr tragbar. Sowas gibt's doch gar nicht. Janice, wenn du es jetzt wirklich ernst meinst, dann kannst du Anne jetzt helfen, dass wir die Fiedler von der Schule kriegen, ja? Frau Fiedler hat sich mit ihrem Verhalten gegenüber ihren Schülern massiv strafbar gemacht und dafür muss sie jetzt gerade stehen. Ich werde jetzt jedenfalls die Schulbehörde einschalten, doch dafür brauchen wir Beweise. Gleich am nächsten Morgen appelliert Klaus Pinkerneil an Annes Mitschüler, endlich mit der Wahrheit rauszurücken. Nur wenn alle Schüler an einem Strang ziehen und gegen Beate Fiedler aussagen, wird die Schreckensherrschaft der Direktorin ein Ende haben. Janice hilft dem Anwalt dabei, ihre Klassenkameraden von dem Vorhaben zu überzeugen. Aber die macht uns voll Probleme, wenn wir nicht das machen, was sie von uns verlangt. Nein, wird sie nicht. Ihr braucht vor der Frau keine Angst mehr zu haben. Definitiv. Die hat sich durch ihre Aktion untragbar gemacht. Die hat sich doch selber ins Aus geschossen. Wir haben uns aber mit dem Mobbing doch selber strafbar gemacht. Wir wollen keinen Stress mit der Polizei. Ihr werdet keinen Stress mit der Polizei bekommen, versprochen. Die sehen doch auch, dass ihr selber Opfer der Machenschaften eurer Direktorin geworden seid. Ja, die werden das sicher honorieren. Aber jetzt muss einfach Schluss mit der ganzen Kiste sein. Ihr müsst euch gegen eure Direktorin wehren. Bitte, ihr könnt gegen Frau Fiedler aussagen. Kommt schon, Leute, gebt euch doch alle mal einen Ruck. Also ich werde auf jeden Fall aussagen. Ich meine, ich habe auch echt Angst vor ihr, aber ich will das nicht mehr. Naja, wenn ich es mir recht überlege, sie hat mir auch schon viel verbaut. Also ich werde auf jeden Fall auch aussagen. Okay, was mit den anderen? Ja, okay, dann sagen wir halt alle aus. Okay, super. Ihr habt meinen vollen Respekt verdient. Ich weiß, wie schwer euch das fällt, aber glaubt mir, es ist die einzig richtige Entscheidung. Ich würde sagen, wir treffen uns morgen vor der großen Pause oder in der großen Pause vor dem Büro von eurer Direktorin. Und seid bitte pünktlich, ja? Ja, okay. Dankeschön. Super. Bis morgen. Danke dir. Bis dann. Kommt, Leute. Tschüss. Schuldirektorin Beate Fiedler hat mehrere ihrer Schüler dazu angestiftet, Zehntklässlerin Anne Nowak von der Schule zu mobben, weil die 15-Jährige optisch nicht in ihr Bild einer Elite-Schülerin passt. Anwalt Klaus Pinkerneil hat das böse Spiel der Schulleiterin durchschaut und Georg Hellmich von der Schulbehörde alarmiert. Darf ich euch Herrn Hellmich von der Schulbehörde vorstellen? Der wird uns so ein bisschen Rückendeckung geben. Ist sie schon drin, oder? Nee, Fiedler ist noch nicht da. Ah, okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Was ist das denn hier für ein Auflauf? Morgen, Frau Fiedler. Und wer sind Sie? Mein Name ist Georg Hellmich. Ich komme von der Schulbehörde und habe gehört, dass hier so einige Dinge ja nicht so richtig laufen. Und deshalb bin ich hier. Was genau meinen Sie damit? Ich meine, das ist ja... Frau Fiedler, Sie wissen doch ganz genau, was wir meinen. Frau Fiedler, Sie haben an dieser Schule Ihre Schüler angestiftet, andere Mitschüler zu mobben, die nicht in das Bild Ihrer ach so perfekten Schule passen. Unverschämt. Sie haben Ihre Schüler zu Straftaten angestiftet. Frau Fiedler, Sie haben an dieser Schule eine Form von Diskriminierung ausgelegt. Ich muss mir das nicht anhören, was Sie da erzählen. Frau Fiedler, Sie können nicht davonlaufen. Frau Fiedler, das Spiel ist aus. Das tue ich auch nicht. Hab ich überhaupt nicht nötig. Sie haben diese Schüler zum Mobbing angestiftet. Angestiftet, handfeste Straftaten wie Körperverletzung, Verleumdung und so weiter zu begehen. Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Nämlich, dass Sie aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Die Dienstaufsichtsbeschwerde habe ich ja schon auf den Weg gebracht. Und es wird mir eine Freude sein, heute Nachmittag im Büro eigenhändig die Strafanzeige gegen Sie zu tippen. Ich sage Ihnen, diese Behauptungen sind alle völlig lächerlich. Das können Ihnen meine Schüler sicher bestätigen. Ich habe hier niemanden unter Druck gesetzt. Janice, Izzy, sag doch auch mal was. Ja, bitte sagt ihr auch mal was dazu. Die Fiedler hat uns gedroht, andere Mitschüler zu mobben und hat uns dafür gute Noten gegeben. Was redest du denn da? Ja, genau. Und jeder, der sich geweigert hat, mitzumachen, der stand selber auf der Abschussliste. Jeder hasst die Frau Fiedler. Ich sage Ihnen, das stimmt nicht. Mir fehlen die Worte. Also, sowas habe ich ja in 23 Jahren meiner Dienstzeit noch nicht gehört. Frau Fiedler, damit wir uns ganz klar verstehen, Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Und zwar so lange, bis sich die Sache hier endgültig geklärt hat. Haben wir uns verstanden? Sie werden nie wieder einen Fuß in irgendeine Schule setzen. Sie können... Frau Fiedler, Sie können mit einem Disziplinarverfahren und auch mit einem Strafverfahren rechnen. Das werden wir ja sehen. Hui. Na ja. Ja. Ich denke, da sind wir völlig konform, ne? Mir fehlen die Worte ganz genauso. Ja. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen? Ich werde mich darum kümmern, dass ab morgen die Stellvertreterin die Schulleitung übernimmt. Ja, und dann sollten solche Dinge zukünftig ausgeschlossen werden. Sollte es nochmal zu irgendwelchen Zwischenfällen hier an dieser Schule kommen, dann könnt ihr euch gerne persönlich an mich wenden. Ja, dann mich natürlich auch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt noch Probleme geben wird. Aber zunächst muss ich euch absolut gratulieren zu eurem Mut. Das habt ihr super gemacht. Ihr habt die Fiedler in die Schranken gewiesen. Ihr habt dafür gesorgt, dass dieses Mobbing ein Ende hat.
So, und jetzt warten noch ein paar Mitschüler auf ein paar versöhnliche Worte von euch. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr euch bei Anne und all den anderen entschuldigt. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Entschuldigungen angenommen werden. Aber nochmal, ganz klasse gemacht. Super, ich bedanke mich bei euch. Ich bin wirklich froh, dass Frau Fiedler heute mit sofortiger Wirkung vom Amt suspendiert worden ist und hier keinen Fuß mehr in die Schule setzt. Und jetzt werde ich Anne die Nachricht überbringen, dass sie ab morgen wieder ohne Angst in die Schule gehen kann. Da bin ich schon sehr froh. Als Klaus Pinkerneil Anne Nowak die frohe Botschaft verkündet, dass Direktorin Beate Fiedler der Schule verwiesen wurde, kann die 15-Jährige ihr Glück kaum fassen. Auch ihrer Mutter Marie fällt ein Riesenstein vom Herzen. Das Mobbing gegen ihre Tochter hat der Alleinerziehenden schwer zugesetzt. Nun kann die Familie endlich nach vorne blicken. Und es kommt noch besser. Ich würde mich voll freuen, wenn du bleibst. Und ja, wollte ich halt fragen, ob du meinst, dass wir nochmal von vorne anfangen können. Naja, vergessen ist nicht so leicht. Ne? Ihr habt mir da was ganz schön angetan. Und du, ich habe sogar meiner Mutter erzählt, was ich gemacht habe. Und boah, die ist stinksauer auf mich. Echt, ja, ich muss dir das sagen und würde halt gern mit allem aufräumen und dich fragen, ob du mir nochmal eine Chance geben kannst. Es wird auf jeden Fall schwer. Und ich habe einfach Angst, dass es dann wieder losgeht und dass ihr mich dann wieder mobbt. Und nein, also das hört jetzt auf. Ich habe allen gesagt, sie sollen damit aufhören. Ich glaube, die stehen auch hinter mir und da wird nichts mehr passieren. Du musst mir einfach glauben. Naja, irgendwo rechne ich euch das auch hoch an, dass ihr ausgesagt habt. Und vielleicht hast du auch eine zweite Chance verdient. Willst du reinkommen? Ja, gerne. Während Anne und Janice in den folgenden Wochen ihre alte Grundschulfreundschaft wieder aufleben lassen, muss sich Schulleiterin Beate Fiedler vor Gericht verantworten. Die Direktorin wurde unter anderem wegen Anstiftung zur Körperverletzung und Freiheitsberaubung sowie wegen Nötigung in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt. Zudem ist sie inzwischen aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden.